So, willkommen zurück zu Pokémon Gold Kinglock Challenge. Ja, im letzten Part habe ich mir die Schickikanne geholt, damit ich Vogelbaum besiegen konnte. Hab's mal wieder verpasst, zwei weitere Pokémon zu catchen und hab mir dann im Markt hier noch Donnerstag und Icy gekauft. Icy habe ich meinen Water Girl beigebracht. Ganz gut. Und ja. Ja, einfach weiter, ne? Ach ja, hier im Nationalpark habe ich mir die TM-Schaufler geholt. Und ja, ist weg. Vielleicht können wir auch heute den nächsten Orden holen schon. Das wäre dann der vierte. Von 16. Genau. Vierte von 16. Wäre ja ganz schön. Das heißt, nächstes benötigen ist natürlich Surf. Warte. Nee, das ist keine neue Route. Doch. Aber das macht. Ja, Nyoko, ne? Nyoko! Hier kann ein Girafarik auftauchen. Sanfried! Oh! Geil, Mann. Auch nicht schlecht. Hi! Ich bin Sanfried von Sonntagsseil. Heißen heute ist Sonntag. Mann, hat mir aufgetragen, dir das zu geben, wenn ich dich treffe. Ein Magnet. Ich hab's auf Kacke geschrieben, aber ich weiß trotzdem, was das ist. Dieses Ding, was war das nochmal? Ja, jetzt erinnere ich mich. Ist ein Pokémon, das Elektroattacken verwendet. Sollte dies erhalten. Mein Schwester Monia behauptet, es versteckt Elektroattacken. Ja, tut es auch. Und wie ist er denn hier? Aprikoko Blue. Für Blau. Und Schwitz. Rot, rot, schwarz, blau, rot. Aber wir haben ja auch noch mal eine Chance auf Taubsi. Aber Girafarik wäre mir lieber. Taubsi! Hi, Mensch. Lange nicht gesehen. Du gehörst gleich auf. Dann Superball werde ich dich eincatchen. Gotta catch him. Oh, man. 1, 2, 3, gefangen. Superman, Taubsi wurde gefangen. Taubsi! Es versteckt sich im hohen Gras, da es Kämpfe verabscheut. Wer will es dann drauf, um sich zu schützen? Wird es Taubsi einen Spitznamen geben? Ja, natürlich möchte ich dem weiblichen Taubsi einen Spitznamen geben. Und zwar. Eigentlich ist Flatter ja ein Schmetterling, aber na gut. In dem Gelände. Oder eigentlich auch voll der männliche Name und so. Komm, Water Queen. Knack, knack. Ja, ich weiß. Voll der Nachteil für Nyoko. Aber. Ich finde ja immer noch, dass sich Kleinstein entwickelt, also Salia. Da er schon kein Gewahr werden kann. Da ist doch. Ach, ist ja kein. Ist wieder keine Doppelkämpfe. Hahaha, witzig. So. Ja. Ihr wisst ja, wie gefährlich Pipi werden kann. Deswegen ist es eigentlich auch gefährlich, gegen es anzutreten. Mit Water Queen. Weil wenn es jetzt, zum Beispiel Donnerblitz gemacht hätte, dann wäre Water Queen tot. Nein, nicht unbedingt, weil. Egal. Vorlauf. Ja, natürlich. So.
Los, Alia. Eigentlich ist Thalia und durch Biss ist Water Queen und so ganz gut in der nächsten Trainer. Aber ich darf ja, da es kein Schild gibt, oben Pokémon einsetzen. Ja. So Flug-Pokémon halten sich von. Oder ist ein Pferd. So. Pokémon kann nicht agieren, wenn sie schlafen. Ich werde dir zeigen, wie furchterregend das ist. Ach ja. Dann zeige ich dir mal, wie besafft meine Pokémon sind. Geil, Mann. Ich glaube, Zugabe hat noch nicht mal dafür gesorgt, dass Biss mehr HP verliert. Probieren wir mal Eis aus. Ting, 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 ting. Ich wollte gerade sagen, das wird auf jeden Fall reichen. Yeah, ich hab. War betrüblich. Wäre es als Rückerstreck, dann hättest du vielleicht auch einsetzen können, aber ich hab ausgetrickst. Trilling. Gehen wir über. Okay. Das war ja auch noch hier. Hi, ich bin Bill und wer bist du? Geil, du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin so eben mit deinen Arbeiten an der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann. Meine Zeit kann wirklich auch Tauschhandel mit der Vergangenheit. Aber du kannst nichts in der Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Wenn du das nicht versuchen, allein mit der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du als egal. Keine Sorge, ich bin jetzt fertig. Schon morgen werden die Zeitkapsel alle Pokémon seiner zur Verfügung stellen. Ich muss heute nach Zucatia City, um meine Freunde zu besuchen. Tschüss. Ja. Was ich machen möchte ist. PC von Gold. Item ablegen. Ja, hier meine ganzen Kacke hier ablegen hier. Rot. Coco schwarz. Das Ding. Magnet. Dich. Wundersaat. Ja. Ich möchte einen Sklaven loswerden. Ach, habe ich schon aufgeschrieben hier. Flatter, ja, muss ich aufschreiben. Zack. Und Redman. Geh weg. Brother. Aha. Warum eigentlich nicht? Ich meine, ich kann ja auch mal ein paar Sklaven mitnehmen. Die wäre es gar nicht so verkehrt. Aber ich möchte auch was anderes. Ich möchte noch Purple Bat ablegen. Dann lassen wir jetzt zwei Pokémon schenken. Meine neuen, die werden mal neue Sklaven, aber die können ja auch kämpfen. Netterweise. Daher verzeiht mir, dass ich nochmal zurückgehe. Aber, ja. Warum auch nicht? Und jetzt kann ich euch den Eistipp zeigen. Bei Taubsi. Boom. Ich meine, warum sollte ich nicht nutzen, zwei gratis Pokémon zu nehmen?
für die ich keine Routenerlaubnis brauche. Mir sind immerhin schon 4 Stück entgangen. Da will ich mir auch 2 neue holen. Allerdings, das eine hat schon einen Spitznamen. Ja, dankeschön. War es nicht weiter schlimm, würde ich behaupten. Hallo! Okay. Du nicht, also. Zack. Okay, bitte. Naja. Ach, Fahrradfahren. Okay. Wow. Entschuldigung, mein Freund. Könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du dieses Pokémon, das einen Brief trägt, zu meinem Freund bringen? Findest du es gut 31? Yeah. Da-da-da-da-dam. Okay. Ja, ist frei. Dankeschön. Hab sie. Okay, das nehmen wir doch mit ins Team auf. Yeah. Hab sie. Brief. Ne. Oh, tut mir leid, hab sie. Oh, Schnau. Ich mache ja hier eine Liste, damit ihr weiß immer, wann ich ein neues Pokémon austauschen muss. Zack. Hi Gold, tu uns einen Gefallen und nimm dieses Evoli. Es kam hier, als ich an seiner Kapsel gearbeitet habe. Jemand sollte sich darum kümmern, aber ich gehe nicht gerne raus. Wirst du für mich mit dem Spiel gut? Du bist es großartig, du bist ein wacher Held. Okay, ich zähle auf dich. Pass gut drauf auf. Das Evoli erhalten. Das heißt, du Evoli einen Spitznamen geben. Natürlich möchte ich einem männlichen Evoli einen Spitznamen geben. Auch wenn es ein Hofnamen wird. Passt der Name trotzdem rein. Und zwar wird es am Z. Oh yeah. Set. Level 20. Passt perfekt ins Team. Nein, nicht ganz. Ich könnte eine Attacke gebrauchen, zum Beispiel. Wie wär's denn mit Donnerschlag? Donnerschlag-Pokémon beibringen? Nein. Wie wär's mit Schaufler? Wie wär's mit Sternschauer? Der Schauer kriegt das auf jeden Fall. Oh yeah. Alle Normal-Pokémon können das lernen. Sogar Mr. Eggman. Und Mr. Eggman ist normal. Ich meine sogar Hapsi, obwohl es Flug ist, aber es ist der Flug normal. Yeah, auf jeden Fall soll es vergessen werden. Wolle. Machen wir mal Heuler weg. Heuler benötige ich eh nicht. Der Vorteil ist, ja, ich müsste gucken, wann Zit eine neue Attacke lernt, weil es wäre schon praktisch, wenn es auch selber, sagen wir mal, eigentlich möchte ich ja keinen Hofnamen trainieren, aber Zit wäre was Besonderes. Ja. Zack. Zack, zack. Warum nicht? Ich meine, Hofnamen darf doch auch mal. In Notfall darf ein Hofnarr natürlich auch mal kämpfen, ne? Geh aus dem Weg, Mann. Warte. Ach, ich darf Fahrrad fahren. Danke. Ich möchte natürlich in The Underground. Vielleicht ist ja ein Friseur hier anwesend. Hallo, was kann ich für dich tun? Ich bin ein Pokémon-Salon und ich bin günstig. Ja, yeah. Welches soll ich behandeln? Set! Spricht ja nichts dagegen. Wenn die Water Queen überlebt, dann habe ich ja sowieso, Wenn Water Queen überlebt, dann ist ja sowieso so, dass ich so
Hallo, was kann ich für dich tun? Kräutermädchen. Hihi. So. Ja, es wäre nicht gar nicht so schlecht, wenn. Warum kann Evil kein Schaufel lernen? Nein, das ist ein Fuchs, ja. Fuchs, der verfällt mal. Nee, ich meine, ja, keine Ahnung. Da ich ja hauptsächlich tagsüber spiele, wird es sich wahrscheinlich so ein wunderschön. Wie heißt denn das? Okay, mein Lieblings-Evolution weckt man nicht mehr. Tiana entwickeln. Hallo. Ich könnte jetzt natürlich auch klonen, sag ich mal. Aber Klon ist hier nicht erlaubt. Also, es ist zwar möglich, aber. Damir Plex. Los, setz ein Fall sein, um zu flüchten. Dankeschön. ja, lösen wir noch das eine Event aus. Den wir gegen unseren Rivalen kämpfen. Oh, du bist es. Du willst stärker werden, also kommst du her, um das Pokémon zu fangen. Das Legendäre, das ihr sein sollt. Ist es nicht so? Nun, das wird nicht passieren. Da ich es nämlich fangen werde, ich werde der beste Trainer der Welt sein, also stünde mir ein legendäres Pokémon zu Gesicht. Egal, mich nervt es, dass ständig so ein Schwächling wie du auftaucht. Oh. Ach, ich habe ja jetzt, oh. Los, Water Queen! Dass ich jetzt Zit im Team habe, ist natürlich auch das Risiko, dass Zit dadurch lassen wird, dass Water Queen besiegt wird. Aber so weit möchte ich es gar nicht kommen lassen. Weil mir wäre ja schon wichtig, dass Zit im Team bleibt. Um ehrlich zu sein. Wing. Setz Magnetilo ein. Möchtest du tauschen? Oh ja, das möchte ich. Neoko, du bist dran. Bei Magnetilo ist eigentlich der neue Typ Stahl. Hat Typ Stahl abbekommen. Und Typ Stahl kriegt sowas auf die Fresse von Feuerschlag. Zack. Na gut. Zum Glück hat Supersonic nicht getroffen. Super Schall. Sonst wäre es nicht jetzt komisch. Ching. Level up. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich Zubat. Zit, los, du bist dran. Oh, Level 20, Mann. Ach ja, mit Level 21 entwickelt es sich erst. So. Zack. Sandwirbel. Der vielleicht den treffen, weil es eine Bodenattacke ist. Natürlich soll es Konfusstrahl. Ich meine, es ist eine Geisterattacke und so. Tauschen wir erstmal auf Water Queen. Ting, 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 ting. Eigentlich ist die Challenge ja voll einfach. Ich muss einfach nur darauf achten, dass Water Queen überlebt. Aber wenn jetzt eine Trainerin oder eine Arenaleiterin alle meine Pokémon besiegt, kann ich auch nichts gemacht, ne? Aber es wird ja nicht passieren. Neoko, du bist an der Reihe. Nee, kann ich nicht. Ich kann ein Evoli keinen Feuerschlag oder so beibringen. Boo. Oh. Oh. Nice.
Azebla kommt jetzt mit dem Falltreffer wahrscheinlich. Oder auch nicht. Zack. Rücksichtshieb. Aber ich komme mit dem Falltreffer bei Rücksichtshieb. Yeah. Ja, so Schwächlinge. Es ist keine Herausforderung, gegen sie zu kämpfen. Was? Egal, du wärst sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokémon zu fangen. Deswegen fahren wir auch kurz weg. Denn ich möchte mich heilen. Ne, in die Arena möchte ich noch nicht. Können wir eh noch nicht reingehen, glaube ich. Und somit Heilung. Ding, 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 ding. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir die legendären Hunde, Katzen, was auch immer auftauchen, aufsuchen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.